Das mit den Doppelgängern ist zwar mies, aber wenn man mal das Schema raus hat, ist das überhaupt nicht schwer. Vor allem Konzentration ist hier wichtig. Oberstes Gebot, Freunde. Bisher hat uns kein einziges Mal getroffen. Konzentriert einfach sein. Dann schafft das. Schafft man das auch? Und das zieht mir gar nicht so viel. Von daher, alles cool. Alles cool. Aua. Später ist das Ausweichen, finde ich, tausendmal leichter, weil er schnelle Angriffe macht. Ihr habt ja gesehen, wie lange ich überlebt habe, obwohl ich voll wenig Energie hatte. Das da ist so ein Verzögerungsschlag und das mag ich nicht. Jetzt wieder Agro. Wow. Hey, Chris, nicht schlecht. Ah, ich habe eigentlich gedrückt, aber gut. Wieso? Wenn ich eh drück, wieso? Wie schwul ist das? Der Angriff ist einfach in meinen Augen schon fast verpackt, wenn er mich fragt. Mal geht er, mal nicht zum Ausweichen. Das ist unlogisch einfach. Komm schon, komm schon. Welcher ist es? Der. Nee, der nicht. Ja, ich hasse das. Welcher? Ich glaube er. Alter, wer wechselt sich jetzt ab auch noch, die schwule Drecksau? Du Missgeburt, du Unnötige. Komm jetzt, kämpf. Kämpf richtig, du Schwachmatenhirn, Alter. Schwachmatenhirn, was sind das für ein Wort, ey? Oh, ich hasse diesen Boss. Der zieht sich einfach nur. Dabei ist er gar nicht mal so stark. Eher nervig ist er. Ja, dreh dich in die Ecke, wo ich dich nicht treffen kann. Sehr geil. Wie unlogisch, oder, Freunde? Guck mal, wo der hinschlagt und guck mal, wo ich bin. Erzähl mir doch keine Scheiße hier. Boah, fuck, ich komm nicht mal zum Kraut holen. Ich will doch nur das fucking Kraut, Alter. Wieso kapiert das Spiel nicht? Ach, leck mich, ey. Wie ich da einfach keinen Bock drauf hab, Freunde. Das regt die zweite Phase ist so beschissen, scheiße. Lol. Ich könnte kotzen. Ich könnte Blut scheißen, Alter. So, der rechte scheint es immer zu sein. Ja. Hässliche Missgeburt, Alter. Wie kann man überhaupt so gay sein und sich selbst infizieren? Nicht, dass ich leiden kann, ey. Mir ist aufgefallen, wenn man weit weg ist, dann weicht sie die Scheiße gar nicht aus. Ist mir richtig jetzt gerade aufgefallen. Wie übertrieben schwul ist das, Freunde. Guck, wenn du so nah dran bist, geht's. Verkehrte Welt in dem Spiel, wirklich. Gerade wenn du weit weg bist, solltest du es besser ausweichen können. Volltrottel, Mann, ey. Mich regt das so auf. Ich kann am liebsten jetzt den Controller wegballern.
Der Boss regt mich extrem auf. Das ist so eine schwule Taktik, was der hier anwendet. Boah, ne, wie ich keinen Bock mehr hab, Freunde. Wie ich einfach keinen Bock mehr hab. Wo ist dieses beschissene Kraut, Alter? Da. Ja, ist klar. Triff mich von dieser Ferne, Alter. Doch nur unlogisch, das Spiel. Du hast nicht mal die Zeit, was zum Sammeln. Boah. Ich sag dazu einfach nichts mehr, wirklich. Der zäheste Resident Evil Boss in aller Zeit, Alter. Es gibt kein... Kann man das nicht neu starten? Ja, bitte. Das bringt nämlich nichts mehr mit dieser scheiß fucking Energie. Wie ich da gar keinen Bock mehr drauf hab, ohne Scheiße. Noch nie hat mich so ein Scheißspiel so aufgeregt, ey. Einfach übertrieben schwul gemacht, das Spiel. Jetzt darf ich nochmal Waffe wechseln gehen. Das macht ja so furchtbar Spaß. Wäre nur die erste und dritte Phase, hätte der Wichser sowas von keine Chance. Jetzt kann ich nicht mehr die Kiste benutzen. Was vorhin schon ging. Das Spiel fickt sich ja selbst in den Arsch, ey. Oh, ich könnte so kotzen, Freunde. Ihr glaubt mir das nicht, wie ich jetzt gerade abkotzen könnte. Ich will die schwule Gewehrmunition nicht haben, Mann. Alles voll mit Gewehrmunition. Ich möchte doch die TMB-Munition haben, Mann. Ja. Alter, ist ziemlich unlogisch. Hast du es jetzt gerade gesehen, wie unlogisch das war? Er fliegt gar nicht mal um, der Chris. Heftig, Mann, heftig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bis du mal rausfindest, wer das ist, hat er sich schon längst wieder umgedreht. Deswegen zieht sich diese fucking Phase so. Woran erkennt man, welcher der echte ist, Mann? Ach, jetzt weiß ich's. Der, was das Herz offen hat, oder? Oder nicht offen hat, besser gesagt. Müsste jetzt so sein. Ja. Nee, doch nicht. Okay, ich dachte schon. Ja, Phase 2 geschafft, siehst du? Wie gut das jetzt lief. Lol. Kann ich jetzt die Kiste benutzen? Nee, hab ich nicht. Kann ich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist klar, weißt du, die ganze Zeit geht's und jetzt nicht.
Leck mir doch die Eier, Alter. Und wieso kann ich nicht mehr wechseln? Wieso darf ich nicht die Kiste benutzen, was ich vorhin schon durfte? Ihr wart meine Zeugen, Mann. Ich hab doch vorhin die Schrotflinte rausgeholt. Toll, jetzt macht er wieder Attacken, die ich nicht mal kenne. Super, was mache ich denn jetzt, Freunde? Ich kann ihn doch nichts mehr anhaben. Ich habe keine Munition für diese fucking Waffe. Was ist super? Das Spiel ist so geil. Ey, das ist eine Frechheit, das Spiel. Das ist eine richtige Frechheit einfach. Nur mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, mit diesen schwulhuren verfickten Gewehr brauche ich doch ewig, ey. Bis ich mal zum Zielen komme. Ja, so geiles Spiel. Es ist so toll. Ich habe mich direkt verliebt. So super. Wie wär's mit dich heilen, Alter? Ich kann den ja auch ins Herz schießen. Ist natürlich super. Dass ich das so früh weiß. Nein, nicht laden, du schwule Nutte. Du sollst ihn schlagen. Boah, Alter. Boah, wie mich das Spiel ankotzt, ey. Boah, ne. Wie ich keinen Bock mehr hab, Freunde. Ihr könnt mir das nicht glauben, wie ich einfach keinen Bock mehr habe. Ich werde das schneiden bis zur Phase 3. Ich werde nämlich wieder sterben. Ja. Ne, ich schneide das. Tschüss. So, Leute. Sorry, aber ich habe ihn jetzt so fast halbscreen offscreen gemacht, weil das war mir zu viel. How Morgan treats his friends. I hope he finds more comfort in death than he did in life. The means of dispersion? The cruise ship is equipped with a UAV. That is your delivery system. Very well. Now show me the goods. Bonafide T-Abyss. No vaccine. Not yet. Yes, of course. A little bit of this could turn a city inside out. I think we're done. I'll be on my way. Who would have thought, yes? That the lowly terrorists would receive a helping hand from the venerable commissioner of the FBC.
As you can see, it's not likely you'll be wriggling out of this one. I seem to have underestimated the BSAA. And perhaps you as well. We found this in the off-limits area near Terra Grigia. We're done analyzing it, so you can have it back. Director O'Brien, surely you understand our dilemma. Without the Terra Grigia panic, the ignorant masses would be unaware of the threat that lies before them. Yes, you may in fact be correct. No one has the right to detain me. The world required my guidance. It was all for the greater good. You're only fooling yourself. You said yourself, abandon hope, all ye who enter here. But I'm not Dante, and you're not Virgilius. Morgan Lansdale, you are hereby relieved of your position as FBC Commissioner. And I'm placing you under arrest on suspicion of conspiring with Beltro in the planning and execution of the Terra Grigia Panic. With all due respect, Director O'Brien, the BSAA is making a huge mistake. Where have I heard that before? Okay, Episode 12 aus. Freunde, gleich mal hier vorweg. Ihr habt nichts verpasst eigentlich. Ihr habt ja die dritte Phase gesehen, ihr habt ja das Schema gesehen. Und nachdem war eigentlich schon Schluss, nachdem man ihn ja dann oft genug ins Herz geschossen hat. Und auch hinten rein muss man oft genug schießen. Und ich kann die ebenfalls Probleme haben bei dem Boss, nur raten. Nehmt das Snipergewehr, macht den meisten Schaden. Und man muss sich ein bisschen an das Gewehr gewöhnen. Bei dem Kampf vor allem, da es nicht so schnell ist, aber es geht, es reicht einfach schon, das geht schon. Okay, weiter. Kommt hier sonst noch was? Es sah nämlich verdammt nach Endboss aus hier gerade. Okay, schließen Sie Episoden 10 bis 12 ab, blablabla, Raubzugmodus, interessiert keinen. Gibt's hier sonst noch was? Noch eine abschließende Cutscene oder sonst was, weil das sah verdammt nochmal nach Bosskampf aus, nach Endbosskampf. Oh yeah, und hier mal Cutscene. We can finally reveal what happened at Terra Grigia. Yeah, but the cost was high. The BSAA will have to be overhauled. The storm is gone now. But how long will it last? Okay, hier sieht man dann noch, was so im Anschluss passiert ist. Steht hier unten. Joa. Und hier noch eine Cutscene, sehr schön. Ah, die zwei Lappen, ne, sind das. Ja, genau. Ist geil, da sieht man auch so, was aus denen geworden ist. Ach, guck mal, der hat ja überlebt. Ja, stimmt ja, der Raymond hat den ja am Ende dann noch hochgeholfen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er stirbt. Sehr schön. Ah ja, er hat wieder bei der BSAA angefangen. O'Brien entschied sich dazu, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und seinen Posten als Leiter der BSA zu räumen. Ich mag ihn sowieso nicht, finde ihn total unsympathisch, hat überhaupt nichts geleistet. Einfach nur ein Pisser, ich mag ihn nicht.
Gut, er war letztendlich kein Arschloch, aber trotzdem. Einiges hat er verheimlicht und so weiter. Der erinnert mich so ein bisschen an den Colonel von Metal Gear. Der hat ja auch nicht immer die Wahrheit gesagt, war aber eigentlich ein ganz netter Kerl. Aha, ja, ja. Das ist jetzt interessant. Oh ja. War das jetzt nicht kurz das Haus zu Wesker, Mann? Ja, das war das Haus zu Wesker, liebe Freunde, was ihr am Ende gesehen habt. Und das ist auch dann der Anschluss zu Resident Evil 5 quasi. Ich lege mal kurz den Controller zur Seite, so. Das ist der Anschluss zu Resident Evil 5. Die gehen jetzt in das Haus quasi, kämpfen gegen Wesker und Jill fliegt aus dem Fenster. Ich glaube, das ist eh den meisten von euch bekannt, die Resident Evil 5 kennen. Wenn nicht, findet ihr auch auf meinem Kanal, ist aber schon ein älteres Let's Play. Könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Bock habt. So, am Ende gebe ich immer bei Blind-Projekten, also nur bei Blind-Projekten, Fazit ab vom Spiel. Ich fand das Spiel gut, nur die Bosskämpfe fand ich grauenhaft, schrecklich und sowas von frustrierend einfach nur. Mag sein, dass ich nicht der beste Spieler bin, aber ich fand die einfach total übertrieben. Der Endboss ging aber, muss ich echt sagen. Der Endboss ging, der hat mich zwar extrem aufgeregt, aber wo ich dann offscreen gegen ihn gespielt habe mit voller Konzentration, muss ich schon sagen, wenn man ihn mal richtig raus hat, ist er nicht mehr so schwer. Aber zu dem Fettsack-Boss da zum Beispiel, vollkommen übertrieben, viel zu viele Mobs an manchen Stellen. Oder generell im Spiel an manchen Stellen viel zu viele Gegner. Und ich weiß nicht, hat mir nicht gefallen einfach so manche Stellen. Sehr, sehr viele Stellen frustrierend, sehr viele Stellen einfach unspannend, muss ich sagen. Ja, manche Stellen da wieder sehr spannend, vor allem Kapitel 7, 8, 9 und 10 und 11. Ne, 11 war scheiße, 11 war richtig grauenhaft mit der Rückblende da, die kein Menschen interessiert hat. Aber 7, 8, 9, 10 war sehr, sehr spannend und auch 6 geht schon in die spannende Richtung, wo man sich dann denkt, ja, jetzt kann ich nicht aufhören, jetzt muss ich weiterzocken. Die Anfangskapitel haben einfach Spannung aufgebaut und waren so klassisches Horror, was mir ziemlich gut gefallen hat. Aber es gab eben Stellen, die einfach frustriert haben und total unspannend waren und wo man überhaupt keinen Bock hatte, das zu machen, obwohl es das erste Mal war. Ja, okay, das muss man schon irgendwie so dazu sagen. Also zumindest ist das meine Meinung, ja. Meinungen gehen natürlich weit auseinander, jeder empfindet das anders. Im Großen und Ganzen, wenn ich dem Spiel jetzt eine 10-Sterne-Bewertung geben müsste, dann wäre das, eine 7 von 10. Noch ganz knapp, mit Auge zugedrückt, muss ich sagen. Normalerweise eine 6 von 10, weil es war zwar okay, aber so gegen Ende hin, so hat man sich einfach gewünscht, ja, wann ist es denn endlich vorbei, wie lange wollt ihr das noch strecken und so weiter, und ja, war halt nicht so geil. Ich hasse Spiele, die sich strecken, vor allem dieses Kapitel mit Parker und Jessica, wo du schon längst weißt, dass Jessica eine Betrügerin ist einfach und einfach eigentlich zum Gegner gehört. Ja, das ist irgendwie voll unnötig, ja, das interessiert dann nicht so viel unbedingt. Aber gut, vor allem da man ja Jessica und Parker eigentlich überhaupt gar nicht kennt, dann interessiert es eben noch weniger, wenn man die Charaktere in einem Teil sieht und nie mehr sehen wird. Das weiß man einfach, weil man den späteren Teilen wie Resident Evil 5 und 6 eben gespielt hat oder gesehen hat. Und dann weiß man ja quasi, die Charaktere kommen nie mehr vor und dann ist nicht so interessant, was die irgendwie da getan haben und was sie damit ausgelöst haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber gut, Freunde, ich möchte hier nicht so viel Scheiße und etc. labern. Das Spiel bekommt von mir 7 von 10 Sternen, war recht unterhaltsam. Hätte mir an manchen Stellen einfach ein bisschen mehr gewünscht. Aber ansonsten wieder ein schönes, klassisches Resident Evil. Aber ich fand trotzdem Resident Evil 4 tausendmal besser. Das ist für mich schon wieder gar kein Vergleich. Kann man schon wieder überhaupt nicht vergleichen. Resident Evil 4 um Welten besser. Liegt aber auch an den Protagonisten, den man dort spielt. Nämlich Leon S. Kennedy, der einfach übertrieben Killershit ist, einfach die geilste Figur, mit dem kann man sich richtig identifizieren, bestes überhaupt, was es gibt. Okay, jetzt habe ich eigentlich die ganzen Credits durchgelabert, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war nicht mal meine Absicht. Ach, hier kommt sogar noch eine Cutscene am Ende, sehr schön. Ja bitte, dann hat sich das Warten ja mega gelohnt. Almost too easy, wasn't it? The company let them take Morgan out with the trash. Tough world. You file the report on this. By the way, why save Parker?
I have my reasons. The BSAA isn't as useless as I thought. Things could really heat up. Indeed. The fun's just getting started. What the fucking fuck, Mann? Der Raymond gehört ja zu ihr. Wer hätte das jetzt gedacht? Spezial zu aufgeladener Schuss. Oh, aufgeladener Schuss hört sich interessant an. Ich glaube aber kaum, dass ich das Spiel irgendwie, oh mein Gott, die Hydra, irgendwie noch durchspielen werde. Das bezweifle ich sehr, sehr stark. Sehr stark. Wobei, eigentlich ist es definitiv ein Resident Evil, dass man öfter durchspielen kann, aber nicht hintereinander. Ne, aber definitiv werde ich... Oh ja, ich glaube, ich werde es sicher irgendwann mal wieder spielen für mich. Herzlichen Glückwunsch, Sie können jetzt diese Speicherdaten dazu benutzen, ein neues Spiel mit all Ihren Ausrüstungsgegenständen zu beginnen. Möchten Sie diese Daten speichern? Wir raten natürlich ausdrücklich zum Speichern. Ja, ist klar. Ja. Möchte ich. Für den Fall der Fälle einfach. Ja. Okay, Freunde, dann das war's mit dem Let's Play. Ich danke jedem, der zugeguckt hat, auch wenn das nicht so viele waren. Aber sonst danke ich eigentlich jeden. Einfach jeden, der zugeguckt hat. Ich laber hier so viel Scheiße am Stück gerade. Wir sehen uns bald beim nächsten Projekt oder bei einem der anderen laufenden Projekten. Und was bleibt zu sagen, außer reingehauen, wiederschauen. Und krass, dass der Raymond ebenfalls ein Arschloch war. Aber er hat wenigstens den Parker gerettet und das ist auch schon mal was. Dafür hat er seine Gründe gehabt, wie er sagt. Gut. Dann sage ich reingehauen, wieder schauen. Wir sehen uns. Tschüss.